Branch nehmen wir mit. Aber ich finde das mal cool, dass man hier auch mal nachts laufen kann. Obwohl jetzt... Oh, Scheiße! Das war keine gute Idee! Herzlich willkommen zurück zu Mist Survival. Und eigentlich ist es mitten in der Nacht, 23.23 Uhr. Der Nebel, der heute Abend angefangen hatte, der hat sich wieder verzogen. Und dafür haben wir eine überraschend helle Nacht. Der Mond scheint. Und ich bin fast versucht, mal runter zu laufen. Und mal zu gucken, ob ich eventuell einen toten Zombie finde. Die Pistole habe ich auf der Hand. Ich nehme mal sicherheitshalber einen Speer in die Hand. Genau. Da liegt einer. Ups. Ah ja. 100 Gramm Schießpulver hatte der mit. Ah, kann man mit Sicherheit gebrauchen. Ich weiß auch nicht, ob das eine gute Idee ist, jetzt zum Beispiel die Fackel anzumachen. Es könnte sein, dass ich dann von Zombies gesehen werde. Es könnte aber auch sein, dass die Zombies vor der Fackel weglaufen. Ich bin momentan nicht so mutig, irgendwelche Experimente zu machen. Da liegt doch noch einer. Ja! Scheiße! Wo? Wer? Der lebt noch! Mach tot! Der lebt noch! Schocking! Ich gehe rein. Der zappelte noch. Oh Mann. Ich check mal gerade meinen Drying Rack. Oh ja, es geht schneller. Animal Guts da, die brauchen doch ziemlich lange. Aber das Fleisch, das trocknet deutlich schneller. Gut zu wissen. Denn wie gesagt... Das hatte ich in der letzten Folge schon festgestellt. Früher dauerte das Trocknen am Drying Rack sehr, sehr lange. Ich hoffe, das geht jetzt mal ein bisschen schneller. Aber der Zombie hat mich jetzt wirklich erschrocken. Auf der anderen Seite. Tod ist tot. Er hat nur noch gegrunzt. Vielleicht finde ich ja noch mehr. Habe ich noch Platz? Etwas Loot könnte ich noch gebrauchen. Jedenfalls waren eine ganze Menge Zombies hier unterwegs um meine Scheune rum. Ah, hier habe ich ja noch Firewood. Gut zu wissen. Das habe ich schon wieder ignoriert. Ich fälle hier andauernd Bäume. Und dabei habe ich Feuerholz doch noch hinter der Scheune liegen. Den Branch nehmen wir mit. Aber ich finde das mal cool, dass man hier auch mal nachts laufen kann. Obwohl jetzt... Oh, Scheiße! Das war keine gute Idee! Geh tot, geh tot, geh tot! Tür zu. Oi. Drei Salz. Danke. Jetzt habe ich einen zappelnden Zombie hier im Haus. Hat der mich erwischt? Der hat mich ziemlich erwischt. Oh, wow, wow. Moment, Status. No abnormality. Oh, abnormality. Also das ist hier schon abnormal. Also er zappelt gut. Aber er gibt auch keine Ruhe. Oh Mann, wenn ich gleich nochmal schlafen will und der grunzt die ganze Nacht.
Da unten. Nicht, dass der wieder aufwacht. Oder ich muss den irgendwie rausschmeißen. Ich weiß auch nicht. Okay, ich werde erstmal hier ein paar Sachen ablagen. Ablegen, wollte ich sagen. Salz weg. Habe ich nicht noch irgendwo Schießpulver oder habe ich das unten gesammelt? Oh, echt. Schreck in der Abendstunde. Aber der gibt da unten auch keine Ruhe, ne? Okay, ich mache hier erstmal lieber die Luken dicht. Muss ich den anzünden oder so? Damit der... Wehe, du stehst wieder auf. Wo ist mein Speer? Mein Speer ist kaputt, glaube ich. Schnell neuen Speer. Die Pistole. Oder die Axt. Oh, gib doch dran, das ist ja nervig. Der schnarcht sich hier einen zurecht. Oh, hier habe ich auch noch Federn. Federn habe ich jetzt wirklich reichlich. Hier ist auch noch Feuerholz. Dann nehme ich lieber das Feuerholz mal raus. Irgendwo hatte ich schon Schießpulver gesammelt. Da. Ich hoffe, das stackt. Ja. Leere Flaschen. Irgendwie in diesen Spielen kommen immer unheimlich viele leere Flaschen vor. Naja, geht so. Oh, du nervst, echt. Kann ich den irgendwie transportieren? Ich würde ihn ja gerne rausschmeißen. Ich mach die Tür jetzt hier unten nicht nochmal auf. Ich will nichts riskieren. So, Firewood. Schmeiß ich erstmal noch dazu. Ich glaube, dann esse ich erstmal was. Ein bisschen Hunger habe ich ja. Na komm. Eat. Dann trinken wir was. Drink little. So, 0,6 Liter haben wir noch. Und jetzt versuche ich einfach nochmal zu schlafen. Mal gucken, ob das klappt. Denn beim Schlafen... Ich habe immer noch so viel Durst. Oh. Dann trinke ich dann doch lieber, bis ich wirklich satt bin oder sitt bin. Unten habe ich ja hoffentlich wieder genug Wasser. Und dann versuche ich mal, meine Verletzung wegzuschlafen. Obwohl der da unten wirklich Krach macht ohne Ende. Ja, 5 Stunden. Sleep. Ich bin mal gespannt. Also, ich kann bei dem Geschnarche auf jeden Fall schlafen. Und es ist morgen. Es ist noch sehr dunkel. Wie spät ist denn das? 5.38 Uhr. Ach, lege ich mich nochmal hin. Komm. Eine Stunde. Und der hört aber nicht wieder auf da unten. Ah, der fängt langsam an wegzuschmauchen. Hoffentlich ist gleich Ruhe im Karton. Das ist ja schon gruselig. So, wie geht's mir? Meine Gesundheit ist wieder deutlich besser geworden. Ich hätte jetzt ja auch mal hier eine Bandage benutzt. Aber Blut, ich blute ja nicht. Also insofern heilt das, glaube ich, nach und nach.
6.44 Uhr kommen. Also irgendwie, diese Zombies scheinen echt ein Problem mit dem Sterben zu haben. Ja, langsam kugelt der vor sich hin. War das der, der hier lag? Der wie tatsächlich wieder aufgestanden ist? Ich war mir nicht sicher. Oder der war tatsächlich heute Nacht angesprungen gekommen? Von hier irgendwo? Weiß ich nicht. Alles möglich. So, ich will einmal kurz hier reingucken. Hier war, glaube ich, außer der Batterie. Die habe ich noch im Hinterkopf. Concrete. Time to die. Ja. Wem sagst du das, lieber Autor? Wem sagst du das? Obwohl, das mit dem Sterben scheint echt ein Problem zu sein hier. Zumindest die Zombies, ja, scheinen damit ein Problem zu haben. Könnte ich das mitnehmen? Nee. Immerhin, ein schöner Tag. Ich gehe mal ein bisschen Fett kochen. Der schnarcht immer noch darum. Meine Herren, gib's doch mal langsam dran hier. 13,7%. Also hier die Animal Guts, die brauchen wirklich sehr lange, während das Trockenfleisch relativ schnell geht. Wenn ich den irgendwie rausziehen könnte oder so. Nee, halt. Das nehmen wir mal weg. Mal den Speer in der Hand. Ich versuche den mal irgendwie rauszubuxieren. Machen wir richtig aus hier. Der liegt natürlich jetzt richtig schön in der Ecke. Und das mit dem Ragdoll. So, dass ein bisschen mehr Sonne drauf kommt. Hier, du brauchst Sonne. Du bist so bleich, Junge. Ein Zombie in der Scheune. Jetzt gibt er Ruhe. Hast du jetzt vor, langsam mal hier... Oh. Hört sich an wie ein Schwein. So, ich habe hier schon wieder ein Zweiglein gesammelt. Hier war noch Fett drin. Nee, du stehst gleich auf. Oh Mann. Dann sollte ich mir dringend mal wieder Wasser holen. Interact. Oh ja, hier ist schon wieder gut Wasser gesammelt worden. Da trinke ich mich mal gerade satt. So, drink until enough. Also wenn das mit dem Wasser erstmal läuft, läuft es. Also ich muss hier schnell noch was verbrauchen, sonst läuft das Ding über. Ich glaube zwar nicht, dass das passiert, aber... Take... So, immer noch zu viel. Oder ich muss mir halt noch eine Wasserflasche herstellen. Und hier habe ich ja noch diesen 2,5 Liter Kanister, der mittlerweile auch gut mit Wasser befüllt ist. Kannst du mal langsam hier die... Oh, echt. Kann ich die nochmal looten? Okay. Der kann auch machen, was er will hier. Und ich lasse die Luke jetzt einfach mal auf. Ich hoffe, die Beine werden immerhin so ein bisschen von der Sonne bestrahlt. Und der kokelt hier ja auch rum. Wenn ich den so ein bisschen weiter zurückschieben könnte. Ja, ja, Schritt für Schritt. Das Bein wird immer länger.
Na, nun komm. Reck doch ein bisschen mehr in die Sonne. Ich weiß nicht, ob das wirklich die Sache ist. Naja, mal gucken. Ich hoffe, wenn ich wiederkomme, ist er auch verschwunden. Wenn der jetzt die ganze Zeit da drin liegt. Das wäre schon nervig. Muss ich vielleicht doch umziehen. So, ich will erstmal Fett kochen. Liegt hier was, was man gebrauchen kann? Blätter. Kommen wir mit Sicherheit auch noch zu. Blaubeeren. Blaubeeren sind immer gesund. Esse erstmal Blaubeeren. Man soll sich ja ausgewogen ernähren. Keine Ahnung, ob das für dieses Spiel auch gilt. Ich würde fast sagen, ja. Ja, dann gönnen wir uns noch ein Hühnchen. Allzu satt machen die Hühnchen eigentlich nicht. Also, mein Hunger ist jetzt auch noch nicht komplett weg. Also, da bin ich mal gespannt. Ich habe bisher den Hirsch, den ich in der letzten Folge gejagt habe. Ich habe mir noch kein Hirschfleisch gegönnt. Ich hoffe, dass das ein bisschen länger hält. So, hier brauche ich wahrscheinlich wieder Cooking Task. Water Container? Nee, Render Fat. Okay, Animal Fat. 1,5 Liter. Guck. Nee, Render Fett. Was ist denn hier los? Ja und? Wie komme ich? Click Fuel Can Icon to collect. Ja. Ja, und? Ich nehme es nochmal raus. Muss ich hier erst sammeln? Ich klicke und es passiert nichts. Nochmal rausgehen. Das sind immer so die Campfire. Ach, hier. So. Habe ich hier noch Feuerholz? Nein. Aber das ist nicht schlimm. Denn ich habe hier Holz auf der Tasche. Da mache ich hier mal Firewood. Dann gehe ich nochmal ans Campfire. Fuel. Hier kann ich jetzt viermal reinlegen. Das hatte doch vorhin bei mir eben nicht funktioniert. Hier ist auch nochmal Baumrinde. Als Zündhilfe. Ignite. Und es brennt. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert. Jetzt gehe ich an den Topf. Kann ich jetzt hier draufklicken? Nein. Kann ich jetzt... Okay. Das Fett tropft. Läuft. Und das brennt 116 Minuten. Das sollte eine Weile reichen. Hoffe ich jedenfalls. Ich weiß nicht, wie lange das dauert mit dem Fett. Ich gucke nochmal hier rein. Bisher sehe ich hier nichts. Ah, 0,03, 1,5 Liter. Working. Und jetzt habe ich 0,04 schon aufgesammelt. Okay. Alles klar. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ah, nochmal. Blaubeeren. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der Zombie weg ist. Nicht, dass der immer noch schnarchend da in meiner Scheune liegt. Oh, Blaubeer, Blaubeer.
98,7, dann müsste der... Ah, stacken. Perfekt. Also das mit dem Stacken ist auch echt eine sehr merkwürdige Geschichte. Ich nehme mal den Hardstick mit. Denn damit kann ich mir zumindest nochmal einen Speer herstellen. Ach, 20 Minuten braucht das schon wieder. Denn mein Speer, den ich jetzt gerade auf der Hand habe, der hält nicht mehr lange. Und der andere ist ja schon kaputt gegangen. Aber Speere sind Gott sei Dank sehr günstig. Also das ist nicht so wild. Ein Stöckchen und dann mache ich ein Speer raus. Passt. Ich sehe keine Beine mehr. Der Zombie ist weg. Yay. Er ist verbrutzelt. Und hier liegt noch ein Stein. Den habe ich da nicht hingelegt. Okay, habe ich irgendwo Biofuel gesammelt? Ich glaube hier drin. Oh ja. Füllen. Oh nein. Nein. Das stackt nicht? Ihr wollt mich doch veralbern. Drop. Drop. Ja, super. Okay, das mit dem Stacken ist wirklich auch noch ein Problem. Eindeutig. So, hier haben wir auch wieder einen vollen Stack Zweige. Das ist in Ordnung. Ich habe noch was zu essen. Ich weiß nicht, wie weit hier die Kohle stackt. Auch nur bis 16. Schmeiße ich die mit hier hin. Langsam benutze ich wirklich den Boden als Ablage. 15. Okay, also die Tiereingeweide, die brauchen immer noch sehr, sehr lange. Mache ich mal die Tür zu. Wie geht es mir überhaupt? Also meine Gesundheit von dem gestrigen Zombie-Überfall oder gestern Nacht, dass ich bin schon fast wieder geheilt, das geht mittlerweile relativ zügig. 73%. Was ich jetzt nochmal machen will, ich will so viel eigentlich machen, aber ich will einmal gucken, ob der Hirsch, den ich in der letzten Folge gejagt und auch, naja, halb ausgenommen habe, ob der da noch liegt oder ob der mittlerweile auch verschwunden ist. Da ist die Straße. Da gibt es ja hier die Abzweigung. Ich gehe, glaube ich, lieber erstmal auf der Straße lang. Steine könnte ich auch mal sammeln und mir einen kleinen Haufen in der Scheune machen, wenn ich wieder Steine brauche. Wer weiß. Zappelt hier was? Weiß ich nicht. So, hier kann ich, glaube ich, ganz bequem hochgehen. Hier müssten gleich irgendwo noch die relativ bequem hochgehen. Oh. Der Baum steht auch ungünstig. Ah, hier. Wenn ich springe, da macht er immer so einen Dash. Nein, 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 nein. Keine Angst. Ich wollte jetzt mal zu meinem... Hier ist der Stein. Und hier lag der Hirsch. Ist aber nicht mehr da. Oder war das der falsche Stein? Mist, ich bin schon wieder verwirrt. Eine Feder. Nein, danke, Federn haben wir genug. Ich glaube, das war der falsche Stein. Da ist er! Der ist noch da! Der Hirsch ist noch da. Okay. Dann kann ich hier noch ein bisschen weitermachen. Also kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen Fett. 30 Minuten. 45 Minuten, 60 Minuten.
5 Units kriege ich raus. Ich hol mir noch mal 2 Units raus. Und wenn ich Glück habe, kriege ich hier auch noch ein bisschen Fleisch. Man sieht schon wieder die Wolken, die über mir wandern. Oh oh. Das ist langsam vergammelt. Also hier könnte ich höchstens noch ein bisschen Fett rausholen. Ansonsten haben wir den ziemlich ausgenutzt. Aber man muss auch sagen, man muss hier wirklich aufpassen, denn Sachen vergammeln ziemlich schnell. Ein bisschen Platz habe ich ja noch. Vielleicht könnte ich noch mal irgendwo... Was war das denn? Da ist ein Bär umgefallen. Ist das ein Bär? Der hebt den Kopf. Oder er hat sich einfach nur da zum Schlafen hingelegt. Ist jedenfalls mein erster Bär. Ja, Curiosity killed the cat. Mal gucken, ob ich gleich tot bin. Auf der anderen Seite, wenn der Bär... Ich habe genug Fleisch. Ich glaube, der hat sich da einfach nur hingelegt. Also er ist alles andere als tot. Er passt auf. Das ist ja interessant. Ja, ich bin weg. Leute, ich bin weg. Hallo Hühnchen. Ich bringe da einen Freund mit. Könnt ihr den mal ein bisschen füttern? Hauptsache, er frisst mich nicht. Oh je. Da unten wollte ich nochmal gucken. Ich muss so ein bisschen aufpassen. Die Frage war, sind wir hier schon mal gewesen oder nicht? Da ist die Straße doch. Ich bin hier mit Sicherheit schon gewesen. Aber ich nehme ja immer nicht alles mit. Oh, hier gibt es was zu trinken. Dann nehmen wir mal schon mal eine Sache raus. Feuerholz. Hier könnte ich auch noch kochen. Ich glaube, den könnte ich auch reparieren. Ich steige mal gerade ein, mal gucken. Kann ich hier was untersuchen? Ach, nee, kann ich gar nicht. Doch irgendwo? Liegt da nicht was drin? Ich bin verwirrt. Hier ist reichlich Sprit drin, sehe ich gerade. Oh, leere Flaschen. Oh. Ah, Lashing. Nehmen wir mit. Kitchen. Oh. Kochutensilien. Hier ist gar nichts drin. Holz. Ja, wir waren hier aber auf jeden Fall schon mal.
So, da müsste ich jetzt wieder nach Hause kommen, eigentlich. Nee, stimmt nicht. Was rede ich denn schon wieder? Denn hier ist der zweite Schrottplatz und da ist die Straße. Das heißt, in die Richtung muss ich nach Hause. Aber eins weiß ich, dieser Schrottplatz, soweit ich mich erinnern konnte, war Zombie verseucht. Man hört sie? Ja. Dann lasse ich die da mal in aller Ruhe vor sich hin grunzen. Ich könnte hier noch Sprit sammeln. Ja, hier war mit Sicherheit nichts mehr drin. Das habe ich ewig und 3 Tage durchsucht. Hardsticks, die habe ich da wahrscheinlich schon reingelegt. Und hier waren jedenfalls noch Autos und da waren teilweise gute Sachen drin, die ich nicht mitgenommen hatte. Und hinterher aber auch nicht mehr okay waren oder so. Ich steige mal gerade ein. Ich will nur noch mal kontrollieren. Ach, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Ich muss mich an die Tür stellen. So, und hier kann ich nämlich auch den Front Drawer aufmachen. Sunshade. Und ja, bitte wieder aussteigen. Tür zu. Gab es hier Sprit? Nein. Okay. Auf jeden Fall habe ich schon mal gelernt, Bären können sich einfach auf die Straße legen und eine Runde pennen. Die Frage ist jetzt nur, ist das dann eine gute Gelegenheit, einen Bär zu überfallen bzw. abzuknallen? Oder sollte man das nach Möglichkeit nicht unterlassen? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber fand ich jedenfalls schon mal ganz interessant. Also ich hätte es ausprobiert, wenn ich nicht gerade genug Fleisch habe und das Fleisch muss auch dringend auf den Grill, sonst vergammelt mir das nämlich. Wie geht's mir überhaupt? Ja, ich habe schon wieder Hunger und Durst. Kein Problem. Ich wollte nur schnell noch bei Bedarf das Fett wegpacken. Dann kann das nämlich auch noch so vor sich hin. Stimmt ja, ich muss da oben rum. Da oben hin. Das kostet wieder Energie hier. Das ganze Wettrennen, wollte ich gerade schon sagen. Ich glaube, ich esse. Eat all. Das gibt zumindest so ein bisschen Stamina, glaube ich, wieder. Ach nee, auch für Überhitzung. Ich habe hier unten auch noch ein Symbol, dass es mir eventuell zu heiß wird. Aber ich habe kein Holz mehr hier. Da müsste ich mal gerade Holz nach. Nein. Firewood. Craft yourself. Da ist es. So, Split Half. Da mache ich mal nur 2. Oh, ich habe kein Tinder mehr. Dann gucke ich mal. Hier kann ich auf jeden Fall jetzt Biofuel sammeln. Und kann das Fett schon mal reinlegen. Und jetzt brauche ich eigentlich nur noch ein bisschen Baumrinde. Das ist ein Stein. Danke. Ich glaube, das reicht schon. Nee, die Feder brauchen wir nicht. Hier ist nochmal Baumrinde. Heute etwas verwirrt. Baumrinde, ignite. So, jetzt aber. So, hier tropft es. Neues Biofuel wird gesammelt. Okay.
Das läuft. Oh, hier liegt schon wieder neues Holz, sehe ich gerade. Das habe ich wohl letztens nicht mitgenommen. Kriege ich das auch noch getragen? 64%. Wow. Eigentlich bin ich sehr stark, wenn ich überlege, dass ich hier ganze Bäume mit mir in der Tasche rumschleppe. Das ist nicht schlecht. Das ist hier... Ah, schon wieder eine Feder. Also seit ich Hühnchen jage, ist das Thema Federn keins mehr. Kann ich noch einen Stein mitnehmen? Ja, aber hallo. Noch eine Feder. Lack hier noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Stein. Wenn ich wüsste, was alles in diesen Fässern drin ist. Wer weiß. Cool wäre es, wenn man hier zum Beispiel Hühner züchten könnte. Das sieht ja fast so auf jeden Fall wie ein Tierverschlag aus. Mit Tränke. Geht das? Sowas wollte ich auch nochmal bauen. Ein Hackklotz. Da kann man aus Holz, glaube ich, mehr Brennholz bekommen. So, wie sieht das denn hier aus? Also die Animal Guts hier, die trocknen fürchterlich langsam. Aber das Trockenfleisch sieht gut aus. Ich wollte hier nochmal gerade nach Steinen gucken. Die scheinen auch regelmäßig immer wieder neu zu spawnen. Nam? Uff. Oder ich kann es auseinandernehmen. Okay. Na gut. Hoffentlich ist der Zombie jetzt nicht wieder neu gespawnt. Nö. Er ist weg und er bleibt weg. Und hier liegt mittlerweile noch ein Branch. Warum auch immer. So, das machen wir mal Drop hier. So, schmeißen wir hier hin. Das pick ich ab. Und ja. Warum das nicht stackt? Oh, nee. Naja, gut. Das bedeutet, das wird jetzt hier einfach mal abgeworfen. Aber vielleicht kann ich hier meine Fackel dann damit wieder ein bisschen befüllen. Wo war denn das, wo ganz wenig drin war? Hier, 0,04. Das ist doch ideal für eine Fackel. Modify? Ging es damit? Damage Part? Status? Harvest? Oder kann ich das einfach da drauf ziehen? Nee. Aber hier Add Fuel. Na, Add Fuel. 0,01. Ja, super. Okay, zumindest die Fackel, die hält lange. Das größte Problem, wegen so einem Tropfen Öl, hänge ich jetzt hier rum. Nee, halt, Campfire. Da können wir erstmal das Holz draufpacken. Ich überlege gerade, kann ich hier nicht mal... Einfach erstmal ein paar Holzstämme abwerfen. Früher oder später brauche ich die ja sowieso wieder. So, essen muss ich. Wie geht's überhaupt meinem gegrillten Fleisch? Das hält auch noch. Okay. Federn, 5 Federn.
Passen die vielleicht unten noch hin? Das gucke ich mir gleich mal an. Aber erstmal will ich das Fleisch hier wegbraten. So, Split One. Sollte reichen. Hoffe ich jedenfalls. So, Holz ist drin. Tree Bark ist drin. Ignite. Läuft. Dann grillen wir das. Futtern das gleich weg. Dann brauche ich mir keine Sorgen zu machen. So, Firewood haben wir hier auch noch. Ach, es regnet. Kommen Zombies auch bei Regen? Keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Schade, dass man das Feuer nicht wieder ausmachen kann. Kann ich hier eigentlich noch andere Sachen kochen? Nee, auf dem Grill kann ich wirklich nur grillen und das war's. Früher oder später muss ich mir wahrscheinlich eine zweite Feuerstelle machen, wo ich auch hier einen Kochtopf habe und wo ich dann auch richtig vernünftig kochen kann. Hä? Streichhölzer vergammeln auch? Vielleicht sollte ich mal hier... Kann ich das so machen? Jetzt sag bitte nicht, dass die Streichhölzer ins Lagerfeuer gefallen. Ja, super. Läuft. Campfire. Grillstand. Wo sind die denn jetzt wieder verschwunden? Da. Fleisch ist in Ordnung. Ich hoffe, ich kann das jetzt noch essen. Kann ich das auch wieder ausmachen? Nee, kann ich nicht. Wenn Feuer brennt, brennt es. Die Streichhölzer! Das gibt's doch wohl nicht. Oh, Menno! Starter. Ja, das hätte ich wahrscheinlich erst umschalten müssen. Dann hätte ich wahrscheinlich hier die... Okay, ich werde wahrscheinlich warten müssen. Ja? Irgendwas zeigt er eben anders an. Campfire, Grillstand, Grillstand, Campfire. Nee, 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 nee. Ich will mich selbst nicht grillen. Oh, wo sind die Streichhölzer hin? Egal. Das esse ich jetzt schnell, bevor es vergammelt. Eat. Ich habe auch ziemlich Hunger. Jetzt bin ich immer gespannt. Dehydrate. Ja, gut, das war zu erwarten. Wow. Also das große Fleisch, das macht richtig satt. Dann trinke ich mal kräftig was. Tja. Full health. Volle Sättigung und keinen Durst. Und ich bin nur wieder ein bisschen müde. Naja. Wie spät ist denn das überhaupt? Jetzt muss ich erstmal gucken. 13 Uhr. Halbe Tag. Nee, das sieht gut aus. Also im Prinzip läuft es. Water Purifier. Hier kann ich mir schnell noch ein bisschen Wasser abfüllen. Perfekt. Und das geht hier weiter. Ich kann hier momentan noch nichts Neues einfüllen, aber klar. Also einmal muss ich noch abfüllen und dann kann das durchlaufen, ohne dass ich irgendwie einen Verlust habe. Ist das auch noch nebelig? Keine Ahnung. Ich gucke gerade mal, wo. Hier bin ich direkt unter meinem Feuer. Oder hier? Da bin ich direkt unter meinem Feuer. Will stand. Will stand. Auf jeden Fall ist es hier schön warm.
Ich sehe von den Streichhölzern natürlich nichts mehr. Durchgefallen sind die auch nicht. Da liegt irgendwas, aber das ist, glaube ich, nur ein Stückchen Stein oder so. Okay, da würde ich jetzt hier erstmal Feierabend machen. Climb, wie wär's denn damit? Ich ruhe mich hier so ein bisschen aus, setze mich mal gemütlich an mein Lagerfeuer und warte, bis das ausgeht. Few left, 2 Minuten. Naja, und dann gucke ich mal, ob ich meine Streichhölzer wieder kriege. Ich vermute mal nicht, aber naja. Was soll's? Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich kämpfe weiter mit dem Überleben. Also das normale Überleben ist kein Thema. Das Überleben gegen Zombies und Bären, da mache ich mir dann eher Sorgen. Aber ich lasse mich mal überraschen, wie weit es geht. Ich muss ja auch meine Erfahrung mit den Zombies sammeln. Und die verhalten sich teilweise, wie man schon gesehen hat, sehr, sehr merkwürdig. Okay. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.